Willkommen zum nächsten Part of Let's Play Pokémon Kristall. Ja, ich benutze ein neues Aufnahmeprogramm. Das müsste die lästigen Soundlags behoben haben. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich wirklich zumindest. Sonst gibt es ja ein kleines Problem mit dem. Jetzt habe ich wirklich ein kleines Problem, da weiß ich auch nicht, wie ich die Soundlags losbekomme. Oder halt so. Ich habe jetzt mir. Also, ich benutze jetzt einfach mal Camtasia Pro-Version. Und ja. Mal gucken, ob es geht. Wenn ja, dann hat ich habe da so meine Connections. Denn ein Bekannter von mir arbeitet da, beziehungsweise hat noch eine Multi-User-Lizenz und kann mir da eine abgeben. Drum, ja, ich habe mich angerufen und hat gefragt, ja, ich habe ihm das geschildert und so und ja. So, los, Sander. Sander gegen ein Pikachu. Kann ich noch besser meinen ungefähr an die Zeitangaben halten, weil Camtasia ja eine schöne Zeitangabe hat. Warum heißt es Englisch? Naja, muss ich checken. Oh. Ja, bitte auf ein Doppelteam, gell? Aber ich treffe dich trotzdem, Kleiner. Danke, das Pikachu ist gestorben. Und der Trainer wurde besiegt. Pokéfan Zirke. Sorry, aber du hattest wirklich keine Zeit, mit Pikachu anzugeben. Oh, Mama! Ja, ja, cool, du hast ja eine Puppe. Ja, cool, back dir ein Eis. Komm, nehmen wir den Trainer auch noch mit. So, ich bin gerade wieder in Olivia, seht ihr, angewischt mit dem Pokémon-Kampf. Tja. Androsius schickt Quapuzia in den Kampf. Quapuzia ist Level 17. Warum hat sich mein Quapsel noch nicht entwickelt? Also, es kann doch. Oh fuck, das ist der Wasser. Okay. Warte, ich werde mal gleich. Warte, ich guck mal schnell. Sorry. So. Ja, jetzt hat sich. So, dann haben wir weitergemacht, ja. Ich weiß jetzt, welches Level sich Quapsel entwickelt. Level 28. Nein, 25. Und ich freue mich auf diesen Moment, endlich ein Quapuzzi zu besitzen. Quapuzzi ist ein schönes Pokémon. Darum, weil ich das Pokémon so sehr mag, setze ich jetzt Rettern ein. Diese fucking Logik. Und ihr habt jetzt nicht die Animation von, wie heißt's? Blubber nicht fertig gesehen, weil es einfach weitergegangen ist. Ja, hier werde ich mich jetzt wahrscheinlich fluchen. Camtasia ist kacke. Ja, ich werde es wahrscheinlich nur für solche Aufnahmen verwenden wie Pokémon oder so, weil mir gehen. Ich glaube, für sowas wäre ich sogar bereit, sowas zu zahlen. Ich glaube, ich zahle 50 Euro für eine Lizenz. Wegen eines Stichwort namens Connections. Und ja. Das finde ich schon mal sehr schön, dass ich sowas habe an Connections. Radikal mit Hyperzahn macht Schaden. Viel Schaden. Hyperzahn. Okay, jetzt kommt so mit Tackle daher. Haha. Komm. Critical, critical. Natürlich nicht. Arsch. Naja, Azarath muss es erklären jetzt. Azarath, los, ich vertraue dir. Gegnerisch ist radikal, benutzt Tackle. So, jetzt noch Schnabel und fertig ist die Sache. Ach, der 13. Part hat sich gerade fertig gerendert, freut mich. Jetzt setzt noch ein Krabi am Illiquid. Ich glaube, ich muss vor der Kampfarena doch noch eine kleine Battlepause einlegen. Und zwar schon auf 30. Nein, nicht 30, aber so 25. Nein, ja, 25, so 27 sollten sie sein. Und dann drehe ich. Jetzt sind wir schon Level 19. Und so. Hier geht der. Stark. Justus wurde besiegt. Ah, ja, dann schrei mal. Ah. Wir sind in Oliviana City.
Nein! Du schon wieder. Kein Grund zur Panik. Wir verlieren damit. Ich gebe mich ab und verliere. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon und leuchtet mit dem Zeug das. Aha. Arsch. So jetzt mit einer Pumpgun zu. Also, wie wir von Tobias erfahren haben, ist die Arena leer und dann geben wir mal den Leuchtturm. Guten Abend, ja? Ja, okay, hier haben wir uns ja. Aber bis jetzt hört es sich gut an, dass sich die Soundlecks behoben haben und. Soundlags, ich werde auch immer Soundfehler sagen. Soundlags ist gleich immer noch. Auch irgendwelche Soundfehler. So, mit welchen Pokémon starten wir? Mit Sandan? Warte, ich schau mal schnell, wie sich Sandan entwickelt. Ja, ein schönes Level, würde ich mal sagen. Und zwar. Jetzt gleich. Level 22 ist es kein Sander mehr, sondern was bist du, kein Trainer. Ah, die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer, das ist jetzt nicht einfach, sich ein bisschen darum zu kämpfen. Ja gut, dann hole ich mir einen Sandamer. Sehr schön. Dieser Ort ist kein Ort für Spielchen. Gentleman Hubert. Nein, das nennt man Hubert. Naja, Sandan, ja, wir haben nächstes. Ja, wir haben Sandama. Freut mich. Ich glaube, Sandama ist eigentlich schneller wie so ein Sandan. Und die sind schon Level 2. Nein. Wenigstens sehr schnell aufgewacht. Gesicht setzt es ein. Es erkennt noch identifiziert Sandan. Sandan ist schneller als Noctu? Was geht da ab? Sandan hat gesoffen. Da ist Noctu wieder schneller, gell? Kann man mit Hypnose einsetzen? Naja, wir erfreuen uns jetzt einen neuen Pokémon im Team. Willkommen im Team. Na, ich sehe, du meinst es ernst. Danke. 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 Vielen, vielen Dank. Ich habe einen Sandermeer. Ich glaube, Sandermeer ist auch um einige schneller wie so ein Sandern. Was hat das überhaupt nochmal für ein Item? Glaubt man, Sperry oder sowas mal? Nein, flink klar, was war. Ach, jetzt weiß ich auch, warum es teilweise als erstes angegriffen hat. Es hat starke, sehr starke Angriff- und Verteidigungswerte. Sandama. Seefahrer scheuen keine Ahnung, Kämpfe. Cool. Ja, wir sind schon relativ weit in dem Spiel. Nepomuk. Nepomuk, der heilige Nepomuk. Sehr schön. Schneider. Sandama ist ein starkes Pokémon. Sehr starkes, vor allem wenn es Schlitzer lernt. Schlitzer ist eine böse Attacke, meiner Meinung nach. So, leveln wir Sandama noch in Level 23. Da machen wir aber jetzt einen Sicherheitswechsel auf. Wasserrad, weil ich will nicht unbedingt mit einem Boden-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon kämpfen. Gegen Quapsel ist er noch okay, aber Quapuzzi ist doch eine andere Nummer. Hat wesentlich bessere Stats und so. Naja, üblicher halt. Dann gehen wir schlafen.
Was auch ein schönes Level sein wird, ist, glaube 36 oder 34 was, wo wir unser Tornupto erhalten. Spoiler, ich spoilere auf alle die Entwicklungen der Pokémon. Oh, Spoiler. Ja, sollte man normalerweise wissen. Das sind so Kindheits... Ich hasse dich. Das sind so Kindheitsspiele, die man gespielt haben muss, wenn man mein Alter ist. Wenn man so, 16... Wenn man jetzt so circa 16 ist, dann sollte man Pokémon Rot, Blau, Gelb gespielt haben. Einfach nur, auch wenn es einem nicht gefallen hat, man muss es mindestens einmal gesehen haben. Pokémon muss einem bei dem Alter ein Begriff sein. Wer das nicht kennt, hatte einfach keine Kindheit. Das ist meine Meinung. Naja. Was auch schön ist, ist, haben zwar nicht viele Menschen, aber es ist trotzdem Stronghold. Trotzdem die Bombe wurde besiegt. Ja, cool. Pretty nice. Stronghold ist ja auch ein richtig schönes Spiel. So, wir gehen mit Pearly als nächstes direkt in den Kampf. Soll ja schließlich demnächst irgendwann mal ein Arbok werden. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffmir? Ist es besser, du gehst? Wer hier zum Gaffen da ist, das entscheide ich noch ich. Und du bist ein Vogelfänger, okay. Ein Vogelfänger. So, dann kriegst du meine Kopfnuss rein. So, ja, Vogelfänger, oh, jetzt ist Taubsi ein. Ach ja, und wahrscheinlich geht morgen sogar ein neues Video online. Es ist kein neues Projekt, es ist da, sondern ein Infovideo. Hoffe ich zumindest, dass ich bis morgen schaffe. Naja. Und zwar zu der netten Person, die meinen Kanal Design und meinen Avatar gemacht haben. Hat, nicht haben. Es ist eine Person. Also sie hat saubere Leistung gemacht. Es ist Tech Pro FX. Ich, da werde ich. Heute ist es ja Montag schon. So. Taubsis, es könnte mal weniger Taubsis geben, ja. Kopfnuss. Oh Gott, 1:30 schon. Fuck it. Standard heute, nein, doch heute morgen, also um 10 Uhr muss ich dann mein Zimmer aufhören, weil ich wahrscheinlich also abends dann wahrscheinlich Besuch von einem Kumpel bekommen und dann wird durchgezockt. Lol, USW, und ja, es ist nicht gerade erfreulich, wie es da zur Zeit aussieht in meinem Zimmer. Es sieht aus, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen. So eine fette Atombombe wie Hiroshima. Also es soll jetzt keine Beleidigung oder Diskriminierung der Hiroshima-Opfer sein, sondern eher so vor der Verwüstung her. Es gibt sehr, sehr wenige Stellen, die betretbar sind. Zum Beispiel mein Schreibtisch ist einigermaßen aufgeräumt. Einigermaßen. Mit einem Mauspad mit einem halben Quadratmeter Durchmesser. So, danke. Ja, gut. Danke. Ja, cool. Völlig entwickelt sich. Das finde ich aber jetzt sozial. Tja. Arbok. Arbor arboris. Ist aus dem Lateinischen übersetzt, heißt es Baum. Ja, Baum. Sehr schön. Arbok ist jetzt, also Furly ist jetzt auch Level 22 und ist nun ein Arbok. Also wird es doch heute ein... Ich muss gleich einkaufen. Ich habe fast keine Tränke mehr. Ist ja diesmal schon ein Kampf der Giganten. Oder eher gesagt, ein...
kein Kampf der Giganten, sondern ein Part der Entwicklungen. Ich werde ihn wahrscheinlich nennen Pokémon Battle Evolution. So, ich bereite die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Ja, cool. Pokémon Battle Evolution. Nein, Pokémon Crystal Evolution. Crystal Evolution, Bro. Nein, der schickt ein Vulcano in den Kampf. Vulcano ist ein starkes, beziehungsweise die Weiterentwicklung ist ein sehr, 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 sehr starkes Feuer-Pokémon. Es ist halt allen im Begriff Arcani. Vulcano schlägt auch noch zurück. Ah, das ist Fail. Ich wollte ja eigentlich Dingens nutzen. Biss, aber ich habe mich verklickt. Und es benutzt Brüller. Shut up, Bro. Okay, ja, Biscuit könnte sich in dieser... Ich hätte es auch gleich aufschalten können, egal. Ja, Biscuit könnte sich in diesem Part auch noch entwickeln. Wenn ich jetzt nur mit Biscuit spiele, haben wir in diesem Part auch noch einen Kapuzzi. Ich glaube, das mache ich auch. Wir wollen ja schließlich drei Evolutionen sehen. Heute ist ja Tag der Evolution. Denn heute ist ja drei Tagen, am Donnerstag, beginnt der neue Kinofilm James Bond Skyfall. Also ich habe bisher einen guten Eindruck vom Film und werde ihn mir wahrscheinlich auch am Preview-Tag, also am Allerheiligen, werde ich ihn mir wahrscheinlich auch reinziehen. Im Kinocenter Nittenau. Kinocenter Nittenau. Ja, Bayern und so. Und dann werde ich mir wahrscheinlich am nächsten oder in dieser Woche, wo wir Ferien haben, wahrscheinlich auch noch Vermessung der Welt ansehen. Ansehen ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr interessanter Film. Es gibt so viele Filme, die ich sehen möchte, aber ich kann mir nie alle anschauen, weil sonst bin ich arm. Sehr schön, du bist das. Okay. Ich verstehe. Und ich glaube, natürlich da, wo ich keine Wasser-Pokémon brauchen kann, kommen Wasser-Pokémon. Ja, egal. Hypnose und dann mit Duplex gehiebt. Okay, 3 Schaden. Danke. Schleif tief. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Ja, ich bin ein little bit krank. Hi. 4. Ja, schade. Jetzt noch ein 5 und dann habe ich's. Dann ist Meryl offiziell von den Toten gesamt. 3. 4. Danke. Danke, so viel Glück muss man erstmal haben. Danke für Level 24. Quapsel strotzt vor Energie. Es steht kurz vor seiner Entwicklung. Es ist Wahnsinn. Das muss Krankversorgung das Pokémon sein. Man sieht sie momentan nicht mehr mal lächeln. Mädchen sind sensibel, das weißt du doch. Kleiner Ferdinand. Ich kann die ganzen Wasser-Pokémon, gell? Mann. Ich will auch, dass es in diesem Part noch ein Quapuzzi gibt. Quapuzzi ist cool. Und wenn ich Fliegen habe, habe ich schon mal einen Namen. Für mein Illikit, glaube ich. Effin, wisst ihr? Nein. Nein, nicht Effin.
Jetzt kommen die ganzen Matrosen. USB. Ich freue mich schon, wenn wir den Silberflügel erhalten werden und wir Lugia fangen. Boah, ich freue mich schon so drauf. Dann mache ich ein Special draus und werde nur mit legendären Pokémon, also Lugia und nein, selbe Team. Dann werde ich auf jeden Fall mal ein Äußerteam zusammen basteln. Da ist ein Item. TM34. Es ist Annette. Ja. Schlimm sind die Anrufe, gell? So, Beutel. TM34 Angeberei, nein, danke. 8 da drin ist ja Ampharos, glaube ich. Auf jeden Fall. Da. Bisquit. Leider haben wir keinen Rare Candy, also kein Sonderbomben mehr. Tja. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in bester Form. Ja, oh mein Quap. Pitzel, glaube ich auch. Bitte auf der 6. Nein, 3. Wir knapp mit Level Up. Bei 3. Sehr knapp. Au. Da. Ja, okay, ist klar. Oder auch nicht. Ibitag rettet den Tag. Ja, wie gesagt, meinen Tag. Und vielleicht auch euren. Ist zwar nicht wanted, aber gibt auch mal deutlich mehr Erfahrung. Selber hat ein Kristall so eine ewig lange Animation. Danke, Ibitag, rettet den Tag. Yeah! So. Wir begrüßen jetzt in unserem Team eine weitere Evolution. Oh, 3 Evolutionen. 3 Evolutionen in einem Part. Schön. Volltreffer. Werden dann wahrscheinlich. Spiel, weißt du, dass ich dich einfach hasse? Wette unter 10. Unter 10 wahrscheinlich. 5. Sag mal, Spiel. Machst du es gerade mit Absicht oder was? Noch ein Trainer. Nein, das setze ich Sonderbomben nicht ein. Da ist mir die Sonderbomben doch zu schade für 5. Aber ich weiß, wo ich es sonst einsetze. Sonderbomben setze ich immer sofort ein. Und zwar bei Lurinai. Weiß zwar nicht, wie es bei dem mit dem XP stand, aber ist mir eigentlich egal. Sehr schön. So, dann sind wir hier. Und ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss dahin. Genau. So, Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin stark und nett. Aber ich bin kein Matrose. Kleiner. Pipi. Der Pipi mit. Wir haben einen kaputt. Sie wollen nämlich gerade irgendwie trollen oder so. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Ich glaube, ich hasse das Spiel.
Dann scheiße ich auf die 5 Minuten und mache den Leuchtturm gleich fertig. Die erste Runde Leuchtturm. So, oder wir machen jetzt gleich Ende. So, Minuten sind schön im Mund hatten. So, Biscuit, vielen Dank. Regentanz, nein, danke, ich bin kein Fan von Tanzen. Ja, danke, 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 danke für den Applaus, danke, danke, danke. Ja, du bist auch in der John Star, ja, ja. Hey, Biscuit entwickelt sich. Gott sei Dank. Sehr schön, ja, mein Quapsel. Nein, Quapuzzi. Biscuit wurde zu Quapuzzi. Sehr schön. So, ich geh mal hoch. Halt, ich schau mir mal die Sets von Biscuit jetzt. Oh. Oh, stark. Naja, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall. Im nächsten Part werden wir den Leuchtturm finden, das erste Mal erklimmen und damit das verwundete Pokémon oder was auch immer treffen. Dann werden wir wahrscheinlich den nächsten Auftrag bekommen, was wir machen werden. Ich werde jetzt nicht spoilern oder so, aber tschüss.